Ich erinnere mich irgendwie an Kinder. Das ist lustig. Was ist das jetzt? Aha, das ist die Karte, wenn ich das richtig weiß und richtig gehört habe. Hier ist eine Schnecke, hier geht's hoch, hier hat man den Schlüssel. Hier ist eine Spinne, hier sind wir und hier waren wir, glaube ich, auch schon. Ne, hier war das böse Teil. Aha. Gut, dann haben wir hier eine Karte, die jetzt zwar wohl nicht relativ aufschlussreich sein soll, aber ist ja auch egal. Es geht ja um den Flair. Steht ja wohl unter Drogen. Müssen wir alle in Schwingung versetzen, oder wie? Da kommen noch mehr. Das ist cool. Komm, Kleiner, du auch. Nicht nachlassen. Nicht nachlassen. Ich weiß nicht genau, was das dabei bringt, aber klicken wir einfach mal drauf. Das Klicken bringt irgendwie nichts. Der hier muss doch irgendwas machen, das hier bewegen kann. Ah, da ist noch einer. Vielleicht hat der gefehlt. Dann nehme ich den hier noch. Und den hier oben. Ah, da unten ist mir nicht aufgenommen. Was ist der hier? Und den hier noch. Dann haben wir alle. Na, komm, du auch noch. Wir schaffen das. Gemeinsam sind wir stark. Ja. Das Auge. Der Baum. Der hier. Der hier ist es. Den probiere ich erstmal den hier aus. Aber davor erstmal speichern. Ja, überschreiben. Ja, ich hatte recht. Helft ihm! Das ist ein Pfeifenkonzert hier. Bitte Ruhe! Geh erst mal runter. Eine schlecht eingefügte Animation. Nein, ein schwarzer Boppel. Ein. Ja, ein Wasser eigentlich. Also wenn ich dieses Gespräch hier mal interpretieren darf, das scheint wohl, also die Bäume, auf denen wir sind, scheinen nach ihm wohl, vielleicht nicht Gott gegeben oder aus dem All gekommene Sterne zu sein, die gegen den Mond geprallt sind und dann auf der Erde zu Bäumen geworden sind. Der arme Mond wurde gerade ganz schön malträtiert. Ich frag mich, ob wir das nochmal sehen oder ob dann. Wenn er das nämlich überspringen, wenn es nochmal das gleiche ist. Ja, das überspringe ich mal. Das habt ihr ja schon gesehen.
Wenn ihr es nochmal sehen wollt, könnt ihr nochmal zurückspulen. Wir gehen jetzt wieder nach oben zum Pfeifenkonzert. Und gehen hier drüben mal lang. Ja, die fünf Freunde. Hier geht's lang und jetzt gehen wir mal rauf. Ah! Nein! Oh, ihr seid so doof. Wir gehen den ganzen Weg wieder zurück. Hier lang. Zur Spinne bitte. Da lang. So, woher kamen wir jetzt? Ich gehe einfach mal nach oben. Und wir kamen von unten, aber das ist auch gerade egal. Ja, sicher. Wie geil ist das denn? Ich gehe aber trotzdem mal weiter. Wenn ich das alles öfters mache, dann hänge ich hier doch 3 Jahrzehnte fest. Nach oben ist sicherlich keine gute Idee. Das Disteln oder? Da geht's lang. Hier auch. Komm, ganz ruhig, ganz ruhig. Da ist er wieder weg. So, gehen wir mal weiter. Verscheuchen ihn weiterhin. Hey, der Schlüssel. Und zack drauf. Nee, den hier runter. Und jetzt. Ah! Was ist eigentlich noch machen? Oh, dann gut, dann nicht. Dann gehen wir wieder zurück und schauen uns den restlichen Levelanteil an, den wir noch nicht angeschaut haben. Und zwar gehen wir hier runter, da waren wir nämlich, glaube ich, noch nicht. Ne, hier waren wir wirklich noch nicht. Hätten wir es verpasst. Okay, das ist jetzt ein was? Eine weitere Sequenz. Das war's wert. Da sieht man wieder mal, die bösen, bösen Spinnen hauchen allem das Leben aus. Das ist echt schrecklich, hier werden die Kumpel rächen. Ich verspreche es. So, dann gehen wir nochmal zurück. Geht's hier wieder nach oben? Ich denke mal schon. Ja. Aber ich war unten noch nicht ganz fertig. Das muss sofort nachgeholt werden. Und zwar, hier geht's weiter. Hallo Spinne, gehen wir mal zu dir. Ich glaube nicht. So, ich speichere nochmal ganz kurz zwischendurch. Kann ja nicht schaden, ja, beschreiben. Und hier geht's weiter. Badam badam. Na, hier das tolle Pfeifenorchester. Wo waren wir denn? Unten waren wir schon, nicht? Dann wollten wir hier rechts weiter. Und zwar hier runter. Waren wir da eigentlich nicht schon? Ich weiß es gar nicht. Ach, das ist also das Gleiche.
gut. Dann kamen wir von hierher, wo man aber nicht mehr runter kann. Doch, könnte man. Dann muss ich nur noch eine Sache probieren. Das ist vielleicht nicht die beste, aber ist ja auch egal. Wir haben ja gespeichert. Hier lang. Speichern. Ja. Jetzt hier lang. Ah, ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Ich hab's vorher schon geliebt, aber egal. Das wird nur ein Spaß, auch wenn es relativ kurz sein soll. Who cares? Pyong. Pyong. Ne, da lang. Das ist weg. Und jetzt eine Welle, eine Welle, eine Welle, eine Welle. Ich glaube, es ging hier unten lang, richtig? Ja, hier einmal bitte zum Schlosser knacken. Ja, hier das Schloss. Hey, die Goldlampe. Bevor ich was Falsches mache, speichern. Die Schleifmaschine. Nein, ein Riesenrad. Das ist sehr geil. So. Dazu kann man doch nur sagen, herrlich. Speicher. Nur ganz kurz zwischendurch. Musik. Und der Heilige Geist des Wales erfüllt uns diesen Wunsch. Dua Concerto. Ich mag den Wal. Kann ich hier nochmal? Nee, kann ich auch nicht. Geschenk? Nicht. Nee, Stern hat vielleicht sogar was zu tun. Geschenk. Hey, eine Leine. Was für ein Weihnachtsmann. Ja, weg, weg, weg. Das ist schön. Es weihnachtet sehr. So, jetzt nochmal. Ich entschuldige mich gerade, dass ich das aufgelegt habe. Zeig ich auf den Stern. Eine Wippe! Hurra!
Sag ich ja, das Spiel ist ja auch ab 6 Jahren freigegeben, glaube ich. Es ist, ja doch, müsste ab 6 Jahre sein. Und es ist auch so, ich denke, das ist auch wirklich für solche Kinder mal geeignet. Wie gesagt, zu manchen anderen Spielen, die ich jetzt nicht sagen werde. Und es ist auch einfach herrlich. Mohohoho. Eine Mondlandefähre oder was soll das sein? Das war ja mal gar keine Anspielung auf, an die Mondlandung der Amerikaner. Auch wenn die Flagge nicht gestimmt hat. Beziehungsweise nicht nur an die Mondlandung, sondern auch an Apollo 13 mit Houston, we got a problem. We've got a problem. Houston, wir haben ein Problem.